Herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Good evening, bonsoir, wenn Sie jetzt zuschauen, weil wir heute live übertragen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle da sind. Wir fangen in einer Viertelstunde an mit dem letzten Puzzlestück von Transfigura, einer Performance-Reihe, von der Sie heute das Finale erleben werden. We'll begin in 15 minutes with the program for tonight. 15 minutes. Merci beaucoup.
Guten Abend. Kennen Sie das? Sie gehen durchs Museum und Sie sehen, dass auf einmal jeder eine andere Postur erhält, sich anders bewegt. Andere Räume, andere Postur.
Wir verändern uns in anderen Räumen. Wir nehmen vielleicht eine Maske auf, um uns anders zu zeigen. Wir vielleicht zeigen wir uns aber auch, vielleicht dürfen wir die Maske auch abnehmen, weil wir mit den richtigen Personen unterwegs sind. Ja, und dann sehen wir uns die Bilder an und die erzählen ihre eigene Geschichte. Sei es die Frau, die den Apfel nicht haben möchte, von der Person, die es vielleicht immer wieder anbietet, sei es der Androgyn, sei es der Puppenspieler, der zeigt, ja, der mit seiner Marionette davongeht. Ist es Betrachter? Ist der liegende Mann der Betrachter? Ist er selber Puppenspieler gewesen? Sieht er sich selbst? Jeder reflektiert es irgendwie anders. Und ich begrüße Sie zum Transfigura, dritten Teil. Und ich bin verdammt aufgeregt. Also, ja, wir sind ein Kollektiv an Künstlern, die sich gegenseitig reflektieren durften, ansehen durften. Es begann mit Bildern und verschiedenen Performern, einem wunderbaren Fotografen, dem absolut wunderbaren Timotheus. und ich hoffe, Sie haben heute Freude, Transfigura, den dritten Teil, dieses kleine Puzzlestück zu sehen. Es wird noch mehr geben. Gestern und vorgestern hatten wir die ersten zwei Teile. Genau, und zur Einstimmung möchte ich Andreas Müller auf die Bühne bitten, und damit wir am Piano oder mit dem Piano uns auf diesen Abend einstimmen können. Thank you.
ist ein Missstück. Manchmal, wenn es dich krallt, zerrt und reißt, dann weißt du, es tut dir grad nicht gut. Auch wer ihm immer noch traut, ist selber schuld, denn er verstellt sich, lockt und er ruft und du fällst wieder drauf rein. Und dann denkst du an die Zeit, als alles friedlich war, und du sehnst dich danach, dass es wieder so ist. Und du hast all diese Bilder drin, und doch weißt du, dass alles anders ist. Beide sind schön auf ihre Art, das Meer und er. Doch lass es sein, du feine Maid, geh und schau dir einen anderen an. Und dann denkst du an die Zeit, als alles friedlich war, und du sehnst dich danach, dass es wieder so ist. Und du hast noch diese Bilder drin, und doch weißt du, dass alles anders ist. Schön, dass ihr alle hier seid. Bei meiner Freundin Nina und Transfigura. Wir sind quasi nur die Vorband und freuen uns, dass wir hier spielen dürfen und euch zu sehen. Endlich! 1,5 Jahre keine Probe, 1,5 Jahre keine Auftritte, 1,5 Jahre. Jetzt ist alles gut. Hoffen wir es. Wenn ich dich sehe, dann bin ich froh. Ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich sehe, dann werde ich schwach. Und schon dein kleines, feines Lächeln macht mich wach. Und ach, ich weiß nicht, ob du das kapierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Wenn ich dich sehe, dann hab ich Mut.
dann kann ich ganz kaputt sein, dann wird alles gut, wenn du mich küsst, nur nebenbei. Dann heb ich ab und sag dem grauen Tag Bye-bye, als sei die ganze Welt im Augenblick. Nicht dieses Jammertal, als wär sie voll vom Glück. Nicht dieses Jammertal, als wär sie voll vom Glück. Als wär sie voll vom Glück. Nicht dieses Jammertal, als wär sie voll vom Glück. Wenn ich dich seh, wenn ich euch seh. Vielen, vielen Dank. Nina, dürfen wir noch eins? Eins noch? Oder wollt ihr noch eins? Ja. Noch eins von uns. Ich heiße übrigens Eve Machoe. Wir sind zwei Drittel des Trios Jazz Along. Der Bassist ist in der Schweiz und macht Urlaub. Falls er den Livestream sieht, Michi, hallo, wir vermissen dich ganz, ganz arg. Und ja, Freiburg, ein Lied von uns. Ist jemand aus Freiburg hier? Ein Liebeslied für Freiburg. Je pense encore à cette ville de nos rêves. Ça vient de nos cœurs sans doute. Aussi bien que notre amour y a trouvé sa fin douloureuse. Jamais plus jamais j'oublierai les jours dorés à ton côté. Merveilleux, formidable. Après notre étendrement, ta mère, tu me montres ta ville natale. C'était énorme, plus magnifique, jusque à ces jours. Ich vergessen, was ich da mit dir erlebt habe. Großartig in Freiburg, einfach wunderbar. Du nahmst mich an der Hand und zeigtest mir deine Heimatstadt. Das war einfach grandios, einfach famos, fabelhaft. Wir gingen durch die Gässchen. Ich war noch total jung und
Du warst so begeistert von mir. Ich war auch wirklich süß, als ich 20 war. Schon lange her, aber ich werde es nie vergessen. Dich gibt es nicht mehr in meinem Leben. Macht aber auch nichts. Es kam ein besserer danach. Aber Freiburg, Freiburg hat das Lied bekommen. Freiburg, Fribourg, Freiburg. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Vielen Dank. Merci. Verrückt. 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 Spüren Sie es? Das Verschwinden der eigenen Grenzen? Schmecken Sie es? Die unerwartete Inspiration? Durch das Betreten neuer Räume und dem Verlassen von Gewohnten kommen wir zu Orten von Ungeschultem. Hier schaffen wir die Möglichkeit, uns gegenseitig zu treffen, aber auch uns selbst zu finden. Hier werden unsere Grenzen zu Brücken, die vermeintliche Einsamkeit zur Zweisamkeit, wenn nicht sogar zur Mehrhaftigkeit. Hier trifft man nicht nur auf eine, sondern auf unendlich viele Antworten. Es ist ein Spiegelbild unserer Existenz. In der Transfiguration unserer Person entsagt man sich der Identifikation mit der vermeintlich wahren Maske. Man schafft die Freiheit zu sein, aber auch sein zu lassen. Durch das Lösen der inneren Mauern schaffen wir es auch, hinauszuschauen und die Gänze des Moments zu erfahren. Das heißt, man verrückt auch den kollektiven Wahrnehmungsraum im gemeinsamen Traum namens Leben. Man findet sich wieder in dem Apfelgarten der Möglichkeiten, wo man auf Lebendigkeit trifft und nicht nur auf Standhaftigkeit. Deshalb frage ich Sie, haben Sie Ihren Apfel schon gefunden? This is my song, and no one can take it away. It's been so long, but now you're here, here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. Thank you.
nicht verrückt, wie uns Düfte oftmals durch unser Leben begleiten? Haben Sie gerade den Duft wahrgenommen? Und Düfte bleiben so unvergesslich. Genauso können es Worte sein. Und am besten sind sie schöne Worte. Den Duft hat uns eben Mara gebracht. Und jetzt begrüße ich Ronald hierbei, um Worte zu hören. Right here, where the stars begin to fade to their lovely shade, and the sky begins to melt like purple crayons under the gaze of the sun, this is where I want to meet you. And when I see you, I want us to run in slow motion like those airport movie scenes. And into my embrace, time and space will collide. When our lips touch, they create supernovas. I am the comet to your atmosphere. I have dreamed of nights like this, where moans and sighs make new constellation of ecstasy in the sky. We are slow dancing among the stars. You are wrapped in Orion's belt. On top of your head is the North Star. I knew we would never be lost. We would always find ourselves right here. Tonight, can we just orbit right here? Where falling head over heels for you is made easier with no gravity, where heart beats elliptical, where we have become each other's satellite. Because you are much more than a theory. You're much more than an intelligent design. You and I were made in the exhale after God said, "Let there be light." And right there, at this moment, right now, we are infinite.
Na, sind Sie auf den Geschmack gekommen? Wenn ja, dann folgt gleich eine richtig tolle Performance. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, da können Sie vielleicht Ihren Durst löschen. Viel Spaß noch.
verrückt. Man verrückt nicht nur Bilder. Jetzt in der Corona-Zeit hatten wir viel Zeit dafür in unserer Wohnung. Sondern wir haben besonders viel, ja, wir verrücken in Räumen und wir sind total glücklich, dass man jetzt wieder Kunst zeigen kann. Dass man eine Reflexion bekommt. Und wir, Transfigura, hatten die besondere Möglichkeit, uns im Lockdown gegenseitig zu inspirieren, uns die Bälle zuzuwerfen. Genau, und vorab war Kelly Hilton schon eine große Inspiration für mich, die möchte ich jetzt gerne ansagen. Man sieht es hier im Bild. Und selbst nachdem wir zusammen gearbeitet haben, gab es noch weitere Inspirationen. Für mich, ich habe sie diesmal nicht in Farbe gemalt, sondern modelliert, weil, genau, es gab neue Ideen, alleine durch das Bild, was wir vorhin gezeigt haben, mit dem, ich zeig's nochmal, mit dem Puppenspieler. Aber heute ist Kelly Hilton hier und als wunderschöne Dame und ich freue mich, Sie hier auf die Bühne zu bitten. Dankeschön, Herr Kapellmeister. Wenn die Nacht sich niedersenkt, die Nacht sich niedersenkt auf Flur und Halde, manch ein liebes Pärchen lenkt, manch liebes Pärchen lenkt den Schritt zum Walde. Doch man kann in Wald zu zwein, man kann in Wald zu zwein sich leicht verehren. Deshalb wie Laternchen klein, ja wie Laternchen klein, Glühwürmchen schweren. Und es weiset Steg und Busch uns leuchten ihr Gefunkel. Da taut's auf und dort Busch, Busch, sobald der Abend dunkelt. Ah, die Beine, ne, ich weiß, die sind echt. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmere. Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmere, führe uns auf rechten Wegen, führe uns dem Glück entgegen. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmere, Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmere, gib uns Schützen dein Geleit zur Liebe, Seligkeit. Ah, Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmere, 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 le petit papillon. Oh, Borboleta da noite que vai voar ao céu. Führe uns den Glück entgegen. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimmere, Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimmere, gib uns Schützen dein Geleit zur Liebe, Seligkeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das ist Transfigura, das ist diese Mischung, Transformation. Nina hat ganz tolle, wunderschöne Worte gesprochen. Und für mich ist auf jeden Fall wieder was Neues. Es ist lustig, ich bin eine fachende Bühnenmensch, aber Transfigura hat mir neue Perspektive gegeben und neue Richtungen und zu sehen und andere Seite zu sehen, auch von mir als Künstler zu entdecken. Daher vielen Dank.
für alles. Und ich möchte heute mit euch ein Liedchen singen, das war meine Jugend. Ja, ich bin immer noch forever 21. Du kennst die Laden, gell? aber dieses Lied hat für mich lustigerweise eine lustige Bedeutung. Mein Vater hat immer Gitarre gespielt und typisch Samstagnachmittag, wir haben Leckeres gegessen und wir haben uns gefreut auf Sonntag. Weil Sonntagmorgen ist easy, ist einfach. Sonntagmorgen ist ein Tag, den man eigentlich keine Gedanken machen muss. Sonntag, auch wenn man früh aufsteht, man fühlt sich anders. Daher für sie easy. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Yeah. But I need a new tomorrow. Seems to me, boy, you know I've done all I can. Yeah. Huh. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah. That's why I'm easy. Yeah, du fang mit singen, gell? Easy like Sunday morning. Yeah, yeah, yeah. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Why in the world does anybody put chains on me? Yeah. Huh. I pay my dues to make it. Huh. Everybody wants me to be what they want me to be. Yeah. I'm not happy, but I try to make it. Yeah. Ooh. That's why I'm easy. Yeah. Easy like Sunday morning. Yeah, 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 yeah. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. I wanna be high, so high, yeah. I want to be free to know the things I do are right. Yeah, I want to be free, just me. Oh, baby, yeah, yeah, woo! Yeah, whoo, ooh, doo-dee, doo-dee, scada-doo-boo, get-a-doo-boo-boo-boo-boo, ooh, doo-dee, doo-dee, yeah, yeah, quand on schnipse, yeah, yeah, ooh, get-a-dee, doo-dee, say it again, say it again, down, woo, yeah. That's why I'm easy. Woo. Easy like Sunday morning. Yeah, 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 yeah. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Whoa, yeah. Cause I'm easy. Woo! Easy like Sunday morning. Yeah, 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 yeah. Cause I'm easy. Yeah, 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 yeah. Easy like Sunday morning, Sunday morning, Sunday morning. Yeah, 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 yeah.
yeah. Easy like Sunday morning, Sunday morning. Yeah, yeah. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr schön, ich brauche ein bisschen Luft, einen Moment. Bei dem Wetter hier, Schatzelein, das sind 5 Schichten hier, du hast keine Ahnung. Sehr schön. Es ist wirklich toll, in einer Sommernacht wieder hier zu sein. Eine sehr heiße Sommer, ich weiß. Aber das ist auch ein tolles Wetter. Man fühlt sich auch anders wieder. Oder man ist auch freier. Daher, ihr dürft bei der nächsten Song mit schnipsen, okay? Und ich singe nochmal über die Sommerzeit. Herr Maestro, Herr Kapellmeister. Yeah! You can clap your hands together now. Woo! Oh, summertime. And the living is easy. Yeah. Woo! Fish are jumping and jumping and jumping. And the cotton is high, so high. You're the dad, dad's witch. And your mom is so good looking. Oh, yeah, baby, sis. So rush, little baby, don't you cry. Oh, yeah. Until the morning, 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 morning. Nothing can harm you, and nothing can harm you, baby. No, no. Because you know what? You're gonna spread your wings, and you're gonna fly to the sky. You're gonna fly with me. But until the morning, 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 I say nothing gonna harm you, baby. You just have to be free and happy. You know what I mean? 'Cause Mama and Daddy standing by. Yeah. I said summertime, ha. And the living is so easy, baby. Ha. It is. I said fish are jumping, jumping, and the cotton is so high, so high, so ow, ow. Verstehst du? Das ist hessisch. Alright. 'Cause Mama and Daddy, Daddy, staying in the fire. Und jetzt werdet nur mitdenken, okay? Denken. Summertime. Und denken. Denken. Summertime. Oh, I said summertime. Oh, say summertime. Do-do-do-ba-do-do. Ow, ow. You're the dad, 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 rich. You get money, baby. And the wife is so pretty, like her. You know what I'm talking about? Ow, ow, yeah. So, rush, little baby. No, don't you cry. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Und ich möchte mich auch auf jeden Fall an mehrere Menschen bedanken, vor allem an die ganze Technik da hinten, Johannes, Timotheus, die Jungs da dahinter von Internet. Ihr alle, die von zu Hause alles gucken. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Ciao. Und auf jeden Fall unsere Künstler des Abends. Auf jeden Fall erst einmal Nina, vielen Dank.
Du darfst auch mitkommen. Ich rufe jetzt alle hier oben. Auch deine Tochter Cecilia, wo bist du denn? Dankeschön. Auch und unser wunderbarer Poet mit euer Applaus, Renard. Und jetzt, ich hoffe, dass sie noch in der Nähe ist. Unsere wunderschöne Ballerina, ist sie noch da? Mara, ich sehe nicht mit Gott dahinter. Mit einem großen Applaus. Mara, mein Name ist Kelly Hilton. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserer Transfiguren. Bleib gespannt, es gibt ganz tolle Sommer-Events hier draußen. Ich darf kurz eine Werbung machen für mein nächstes Event hier bei euch. Das ist am 31. Juli. Das ist der erste Event für eine Show mit einer brasilianischen Perkussionistin und meine Wenigkeit. Die heißt Die andere Seite des Weiblichkeit. Es ist witzig, es ist toll. Ihr werdet lachen, ihr werdet heulen vor Freude. Keine Panik. Komm vorbei und ja, vielen Dank. Wollen wir noch Enrique sagen? Ah, natürlich, du Enrique. Also Enrique, wir haben ja verschiedene Facetten und verschiedene Künstler in der Transfigura in unserer Gruppe. Und Enrique ist ein Teil, der eigentlich immer im Hintergrund steht. Und jetzt sehen wir seine Präsentation und dann verstehen Sie vielleicht auch durch die Bilder, wie wir uns gegenseitig die Bälle zugeworfen haben und ja, inspiriert haben. Herzlichen Dank auch. Dankeschön und viel Spaß bei den nächsten wunderschönen Fotos von Enrique, die jetzt kommt. Super. Die sind einmalig. Viel Spaß. Ich habe nur heute gezeigt. Remember.
Sí, wir sind live. Die kommentieren. Hallo. Wir sind live online. Ich gucke Live-Sendung. Es ist eine Premiere heute, dass wir erstmal mit unserem Equipment, gesamte Equipment und Team, Live-Sendung gemacht haben. Für uns auch sehr aufregend. Ich gucke ganze Zeit.
vom Handy, was wir machen. Guten Abend nochmal. Ich bin Müjdat Albak. Ich bin Kurator von gesamte Sommerprogramm und einer der Gründer von Gönesch Theater und wir leiten zusammen internationales Theater. Herzlich willkommen. Das ist sehr gut mit euch zusammen bei schönes Wetter zu sein. Dankeschön. Heute ist der dritte Tag von Transfigura. Wir haben einen sehr spannenden Bogen innerhalb drei Tage erlebt. Ich weiß nicht, ob jemand hier gibt, drei Tage lang hier gewesen war. Ja? Nee? Nazım, ja genau. Nazım war da, drei Tage. Okay, Nazım, what do you want to say about it? Fantastisch. Fantastisch, ja genau. Wisst ihr, was fantastisch ist? Das ist natürlich ja, Künstler, Idee, Bilder, Tanz, alles fantastisch. Aber ja, wie ihr wisst, zusammen zu sein. Ja, endlich. Das ist große Erleichterung, das ist große Freude sozusagen, mit euch zu sein, dass die Künstler wieder auf der Bühne sind, mit euch sind. Es ist genial. Gestern, was bitte? Jawohl. Ja, gestern hat erster Tag war Kelly auf der Bühne oder vor der Bühne überall und dann gestern Mara und Renard, so, ja richtig, ne, sorry. Und gestern nach der Aufführung Mara hat die Publikum motiviert, zusammen zu tanzen. Ich hab erstmal die Leute gesehen, ohne Berührungsangst sozusagen zusammen getanzt haben. Das war geil. Und wir werden bald. Aber davor, ich habe nach dem ersten Transfigura-Abend versprochen, dass wir jetzt Interview machen, damit ihr, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Hintergedanke von Künstlern und Kurateuren erfahren. Wollt ihr? Interview? Okay, dann laden wir das ganze Team hier. Timotheus, Cecilia, Reinhard ist da, Mara, bitte, Kelly und Nina. Hä? Ja, okay. Er war bei Chatten mit Streamings gestern. Ne? Okay. Das war geil. Renard, ja, klar. Yeah, I said you. Ja. Vielleicht die Künstler sind müde, deswegen sitzen wir. Voilà. Außer ich. Du hast auf meine Hände gesetzt. Darf ich? Moment, warte mal. Ja, es ist da. Und okay. Bei dem ersten Abend habe ich eine Frage an Cecilia. Du warst das dritte Mal auf der Bühne, ne? Ja, genau. Wann keine Aufregung mehr? Aufregung? Doch. Schon. Ja, warum denn? Es ist auf jeden Fall okay, ungewohnt. Hä? Es ist sehr ungewohnt, aber sobald man dann auf der Bühne ist und das Publikum sieht, dann hat man auch Spaß. Und dann geht das wieder runter. Es ist geil. Wie alt bist du normal, wenn ich frage? 22. 22 Jahre alt. Ja, wow. Ja. Ich auch. Was geht ab, Alter? Ich habe Cecilia sehr früh bekommen. Ungefähr kurz vor Corona, oder, Nina? Wie bitte? Kurz vor Corona haben wir bei Maybar begegnet, ja, zufällig richtig. Begegnet. Zusammen mit Deria. Ist ja Deria war da. Ah, Deria war da. Auch dabei. Ja klar, woher kenne ich denn Deria? Genau,
Genau. Jetzt wird mir klar. Ja, und dort habe ich zu dir gesagt, ja, hast du Lust, bei uns auch was machen? ITF, was Kura... Ja, ja, habe ich sofort. Genau, also ich habe Nina vorgeschlagen, dass sie außer Jok-Jok-Geschichte geht weiter, aber eine neue Laden, hast du Lust darauf? Ja? Was hast du gesagt? Natürlich. Nein, der Punkt ist, was apropos anderer Raum. Ich habe dann irgendwann kurz danach von Michel Foucault Andere Räume gelesen. Aha. Und das fand ich sehr interessant, weil ja, man hat in jedem Raum gibt man etwas anderes. Und für mich war es jetzt im Jok-Jok, bin ich natürlich eine Facette von mir und hier, Transfigura, bin ich ein Teil von Transfigura. Sehr schön. Und für dich bin ich hoffentlich auch deine gute Kuratorin. Ja, 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 die Nina und unser Team, Transfigura-Team, werden nicht nur auf der Bühne zu sein, sondern haben sie ganze ITF, Internationales Theater Frankfurt sozusagen, künstlerischerweise kurieren, ne? Kann man so sagen. Okay, wenn du Foucault gesagt hast, und du hast heute auch, habt ihr heute, ihr habt heute Masken thematisiert. Das ist sehr interessant gewesen, weil ihr mit Kunst hinter mir her. Lebt noch? Ja. Warte mal. Du siehst gerade auf mein Gesicht. Aufpassen, ne? Okay, ich mache den warm. Kunst. Mann, bitte zerren. Genau. Bisschen theoretischer Hintergedanke von ganzer Transfigura werde ich unsere Professor Timotheus Kartmann fragen. Was mit den Masken, was mit den Identifikationen, Rollenspiel und Corona? Also ich habe eigentlich sehr genossen, andere Zugänge zum Verständnis zu finden als theoretisches durch die Kunst. Ich habe eine gute Professorin gehabt, die hat mir gezeigt, dass die Kunst Antworten finden kann oder Fragen auch anders stellen kann, als es die Rationalität vermag. Und ich würde es bei dieser allgemeinen Aussage belassen, weil ich glaube, dass wir heute, gestern und vorgestern viele schöne Ideen oder andere Herangehensweisen ausprobiert haben. Und das will ich nicht durch Worte zerstören. Okay, heutige Performance war ein bisschen mehr unterhaltsam, aber gestern und vorgestern war mehr performativ, ne, Nina? Ich habe auch Nina gesagt, Nina, du erzeugst mit weniger Mittel, ästhetische Mittel sozusagen, Sensen, ja, und Kontext und Begriffe, sag mal, kann man Kavram, Türkçesi. Übersetzer war mal Türkçe, Almanca. Kavram. Sie können nicht übersetzen. Okay. Du erzeugst nicht nur Sensen, Gefühle und so weiter, sondern auch Begriffe. Nicht Bedeutung, Begriffe ist besser. Eigentlich, hä? Konzept, 1:1 übersetzen, wenn wir 1:1 übersetzen, du erzeugst Konzepte, ja? Fragmentale Konzepte, Momentum, ja? Momenten, Nina. Ich finde erstaunlich. Ja. Okay. Also, what do you want to say? Ich glaube, dass ich in diese Arbeit meine ganze Leidenschaft gesetzt habe, so wie ich in jede, ja, es ist einfach, man trifft auf so verschiedene Charaktere. Und man findet sich in dem anderen jedes Mal ein Stück wieder. Das an das Publikum weiterzugeben, war eine Riesenherausforderung, weil ich auch zum ersten Mal auf der Bühne gestanden habe. Und wir hatten wenig Zeit. Dankeschön. Aber es war mir ein Vergnügen. Und ich bedanke mich für den Raum, den du gibst.
Ich nicht persönlich. Wir sind ein kleines Kollektiv, seit 30 Jahren zusammen sind, Tülay, Cüneyt und ich. Und dann kam Ferah Musancar. Wir sind vierköpfige. Ja, dann kommt Timo natürlich. Timo ist auch einer der festen Bestandteil vom Team. Langsam, langsam. Aber wir sind da auch ein Kollektiv. Ja? Wir haben keinen Chef, keinen Direktor, keine Besitzer, Besetzer, Dingsbums. Ja. Okay. Passt drauf. Ja, okay. Rena. How are you? Good. Yeah. Leider, ich muss Deutsch. Yeah. Es ist sowieso Deutsch für mich extra Belastung, und dann, wenn ich auch Englisch reden möchte. Und besonders über deine Poet oder Dichtung sozusagen. Es ist ein bisschen schwer. Deswegen gebe ich den Timotheus dem Wort. Was willst du Renner fragen? Actually, this is really great because, first of all, I really enjoyed your poetry yesterday very much and today very much. And yesterday was raining in the end, and I didn't have the time to talk to you and to say thank you. And all the other thing is, I'm sitting closer to you, and I can give you the mic. otherwise, we won't hear you outside of this space. You've been performing poetry live quite some years, haven't you? Mm-hmm. And because for me, always the word on the paper and the word spoken out is there's a big difference. Every part of it has its own soul, but when I came to enjoy poetry, I learned that it has a lot to do with music and goes way back. So the spoken word is older than the written word. Is that something that is very important for you when you write? Hi, everyone. I'm sorry, my German is sehr schlecht. I'll tell you a story real quick why I always perform my poetry in English and not German. Just real quick, it'll be real quick. So when I first came over here, my girlfriend, who's now my wife, we were having dinner with my Spiegelmutter and Vater. And my Spiegelmutter made a cake. And I wanted to impress them because I was learning some German. I was like, yeah, yeah, I'm gonna speak some German, especially some Deutsch. So, you know, I tapped my wife like, yeah, can I speak German? She's like, yeah, sicher. So I said, Mutti, das ist der beste Mutterkuchen in the whole wide world. I wanted to say that, you know, Mom, that's the best cake I ever had from Mom in the whole wide world. And then I found out what Mutterkuchen meant. So now I always do my poetry in English because I don't want nothing lost in translation. For me, poetry is another language. I get to use all my senses. I can close my eyes and listen to poetry. You can feel, you can touch, you can taste, you can smell. When I write, sometimes a fragrance like vanilla or cinnamon or nutmeg or the smell of leaves takes me back to memory, and I just have to write about it. And for me, spoken word is like that. I've been speaking words forever and then just putting them on like one brick on top of another, on top of another, on top of another, just make something. Words are beautiful, right? Like, you can use them to heal, you can use them to hurt, you can use them to destroy, you can use them to praise. And that's why I love poetry. You can do so much with it. For me, spoken word is just amazing. If I could just do that all the time, plus bake, if I can just bake and do poetry, that'd be just be perfect. But I don't know, I really love poetry and spoken word, and I've been doing this forever. I'm not going to tell you how old I am, but I'm old. 22. Oh, no.
Tonight everyone's 22, I guess. Thank you very much. Just one more quick question. So we started this experiment even not really knowing where it's going to take us and how we're going to move on. But the moment you stepped in, Mara was like on stage, I think. And then you somehow started to interact also for the show yesterday. Is that something that I don't know, you thought about how that influenced your performance or your perhaps even your poetry? Or what kind of experience was that to go over borders of artistic nature? Like I met Nita before. Nita told me to come by, and like I have this beautiful dancer, and I think you guys would just complement each other so well. And as soon as I saw her on stage and she was just dancing, it was poetry in motion. I immediately took out my notepad and I was just writing, like, oh, look at the color. Look at that color of what she's dancing with. Oh, look at how the light just does that. Oh, that makes me feel like this. And that makes me feel like that. And I was just like, yeah, Nina, I want to, whatever you want me to do, I'll be a part. If you just want me to sell tickets, I'll sell tickets. I will put the chairs up. If you just want me to stand on stage and just, like, fan. But Mara's easy to work with. She's like the main dish, and I'm just the seasoning. Like, I didn't have to do anything extra. Everything she did just fit. I didn't have to do anything extra. So it was easy. It was easy. Thank you. Ja. Oh. Entschuldigung. Team ist sehr sauer auf meine Stimme. Mara. Ja. Okay. Du warst nicht nur ein Tänzerin auf der Bühne, sondern wie eine Skulptur auch. Ein Foto. Und ja, überall in the space. Das war so gedacht, oder ja, Nina und Mara, frage ich. Das war für mich manchmal sehr fein und klassischer Tanz, sozusagen. Ein bisschen moderner Tanz, Ausdrucktanz gemischt, ein bisschen ritualistische, archaische Elemente waren auch drin. Expressionistische Ausdrucksformen, sozusagen. Ich habe gesagt, wie du wollt. Was war deine Motivation? Ja, du hast schon einiges genannt. Also, als ihr uns hier eingeladen habt, ist mir als erstes diese Göttin aufgefallen. Ich glaube, sie heißt Jaguar-Göttin. Kibele. Und dass das Theater unglaublich schön ist, also einfach von der Architektur. Und ich interessiere mich für alte Haltungen, gerade so auf Statuen, wie die stehen. Und dann war das natürlich erstmal ein Geschenk, in so einem schönen Raum auftreten zu dürfen. Also von daher, das kam tatsächlich hier rein. Wurde ja gesagt, wir haben sehr schnell ad hoc gearbeitet, ja. Also improvisiert und dann aufgetreten. Und zum Beispiel die Rosen, die ich vorhin hatte, ich bin einmal noch vor dem Auftritt um das Haus gelaufen. Und dann kam dieser Rosenstrauch, wo ich dachte, ja, die muss ich unbedingt mitbringen, weil wir eigentlich Duft, ja, richtig, über Duft sprechen. Mit allen Sinnen arbeiten. Ja, ja. Ja, und von daher war das alles sehr spontan. Ja, aber das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier. Ja. Dieses Tanzen der Skulpturen. Oh. Ihr habt eigentlich, Nina und du, Mara, ihr habt sehr gut mit nackt zu sein. Johannes, what's the problem? Nicht so weit weg. Okay. Aber quetschen ist ein anderes Problem, ne? Sollen wir rutschen? Okay. Dann gehe ich hier. Ist okay? Besser? Gut.
sorry. Bitte auf meine Hände. ihr habt, Nina und Mara, habt ihr mit Nacktheit und Maske und Verkleidung, Identifikation konzeptionell gespielt. Diese Diskrepanz zu sagen, bei deiner Performance auch so gewesen, dass es nackte Wahrheit, drinnen zu sein und draußen zu sein, aber irgendwas zu sein. Oder akzeptiert zu werden, wie du bist. Ja? Habe ich vielleicht Antwort gegeben, oder? Es, kann es eine Frage sein? Ja, und ihr habt mit der mythologischen Apfelgeschichte angefangen. Ne? Ja, was wollt ihr dazu sagen? Darf ich jetzt? Also der Apfel. Mara, was sagst du? Was ist, weil du hast ein Bild mit weißer Maske, so ein Schminken, ja? Es ist für mich eine Maske, aber trotzdem versteckt den Charakter oder deine gewisse nicht, oder? Genau, diese Diskrepanz. Müchter, darf ich etwas sagen? Ja, klar. Das war ein unglaublich sinnlicher Moment, als die Fotografien gemacht wurden. Also Mara hat sich wirklich mit Haut und Haar nicht nur in die Skulpturen, sondern auch versucht, in die Bilder einzuspüren. Und das eine Bild, das vorne steht, der Rückenakt mit Apfel, und es war ein Moment, als Enrico und ja, der Fotograf und du, wir miteinander gearbeitet habt. Ich war gefangen in deinem Gesicht, weil ich gesehen habe, wie viel Energie du in diesem Moment gegeben hast. Das haben wir gesehen, ja. Um dich hineinzuversetzen, das sah man eben auch bei den Bildern. Und ja, und da floss es einfach, die Energie. Und wir waren uns sehr, sehr nah. Und ich glaube, der Körper zeigt, oder wenn wir den Körper so zeigen, so ehrlich, es ist fast, als wenn wir unsere Seele zeigen. Und Mara hat mit ihrem Gesicht auch ihre Seele gegeben, also mit diesem wunderschönen Bild, das Enrique festgehalten hat. Enrique hat die Momente getroffen und ja, danke nochmal. Das war aber auch Enrique, das würde ich gern sagen. Mhm. Also eigentlich hatten wir, Nina und ich, ausgemacht, dass wir das selber fotografisch machen, weil ich nicht wusste, ob ich das mich traue. Ja. Wir haben schon mal mit ihren Bildern zusammengearbeitet, das war damals im Jokjok. Und da war aber klar, dass das in der Form nicht möglich ist. Und dann hatten wir für dieses Projekt überlegt, das nackt zu shooten. Und ich bin eigentlich erst noch von Nina ausgegangen und dann hat sie mich ganz geschickt Enrique vorgestellt. Und das war so nett, dass ich sofort gesagt habe, ja, der darf fotografieren. Also es war wirklich einfach, wo es gepasst hat. Und mit dem nackt dann auch selber, weil erst hatte ich einen Hautanzug an, wo quasi man ein bisschen durchsehen kann, das war so transparent. Und dann irgendwann im Fotoshooting war klar, nee, das trauen wir uns jetzt, das ziehen wir durch. Ja, danke. Danke an dich. Das war Eindruck zwischen einer Fee, rothaarige, keltische, mythologische Figur, Fee, ja, und zwischen No-Tänzerin, japanische No-Tänzerin, ja. Das habe ich, diese Diskrepanz, für mich erlebt oder so interpretiert. Okay. And then, Kelly. Yes, baby, how are you? Ja. Ja, als wir erstmal mit Kelly begegnet haben, ein paar Tage nachher, ich habe meine Leute gesagt, das we want you. Ja, yeah. Genau. Ich habe auch Nina gesagt und Kelly gesagt, sofort, wir buchen dich für weitere zwei Gigs in diesem Programm und ITF für Winterprogramm. Und offiziellerweise einen Antrag. Ich habe neue Theaterstück. Moment. Ich habe neue Theaterstück.
Es heißt Trash Babylon. Oh, let's do it. Ein Frankfurter Stück. Ich schreibe und ich werde Regie führen. Wirst du bei dem Theaterstück aufhören? Danke, danke, danke. Kelly, bei der ersten Interview, erster Tag, erster Abend, haben wir ein bisschen autobiografische Themen thematisiert. Ich will nicht wiederholen. Aber du kommst aus Brasilien, du warst dort Primadonna, hier auch Primadonna, für Volkswagen. Das war meine Vorgeschichte, ja. Vorgeschichte. Okay. Und du hast ein Problem erlebt. Ja. Wegen Transfigur, oder? Quasi. Quasi. Ah, okay. Erster Abend habe ich auch gesagt, dass ich auch ein bisschen verantwortlich für, fühle. Aber Frankfurt ist liberalste, sagen wir mal, ja, in der Strich, oder Köln und zweite Stelle Frankfurt, sagen wir mal. Wie fühlst du dich hier in Frankfurt allgemein? Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Ich kann auch erklären, was passiert. Das war direkt nach unserer ersten Begegnung. Und das war super toll, was ich alles erlebt habe. Lorenz, ein toller Komponist, hat zusammen mit Timotheus auch ein unglaubliches, tolles Stück komponiert, direkt nach unserem Kennenlernen. Und wir haben einfach nur miteinander gesprochen. Und das ist eigentlich, diese Konstellation ist wirklich, finde ich, perfekt, weil wir haben uns auch manchmal ohne Worte verstanden. Und wir können uns miteinander transfigurieren. Daher konnten wir 3 Tage lang hier etwas zeigen. Und es ist mir was vorgefallen in einer Probe, in einem Gespräch oder einem Meeting, das wir gehabt haben. Ich wurde dann leider in dieser Stadt attackiert worden von Menschen, die nicht klarkommen mit Menschen so wie mich. Natürlich ist es ein Schock, wenn man körperlich einfach so attackiert, ohne dass man überhaupt was gemacht hat, aber dass jemand nicht klar mit deinem Seins klarkommt. Der Moment natürlich war nicht so überhaupt nicht schön. Gleichzeitig hat mich gebracht zum Reflektieren und mich noch mehr selber lieben zu sein, wer ich bin, weil ich fühle mich wohl in meiner Haut. Die andere Person oder die Person, die mich attackiert hat, hat mit sich selber ein Problem. Und bei mir, auch wenn das sehr dramatisch klingt, ich denke, manchmal das Leben tut so was mit uns. Manchmal wir müssen auch durch Schmerz gehen, zum Erinnern, wer wir sind und warum wir hier sind und warum sind wir so, wie wir sind. Und dass am Ende des Tages, jemand hat mir heute gefragt, ja, weil du bist so verkleidet, wie fühlst du dich als Weib, als Mann, ich bin ein Mensch und ich bin ein glücklicher Mensch. Und das ist alles, was erzählen Ende des Tages. Und genau deswegen, das hat mir noch mehr Input, die Transfigur weiter zu zeigen. Wir haben in den ersten Tagen eine andere Facette von mir, die ich selber eigentlich als Kelly Hilton nicht wusste, dass ich das konnte. Und natürlich waren auch viele von diesen Erinnerungen, von solcher Schmerzen, die mich wieder zurückgebracht zu sein, wer ich bin. Und stolz zu sein, wer ich bin und keine Angst zu sein von mir. Das, lass die andere Angst von mir haben, ist auch besser so. Und wie gesagt, es war ein Erlebnis, die mir geholfen haben und mir die Augen aufgemacht, dass ich doch glücklich bin, genauso. Und ich will nichts ändern. Ja, es gibt uns solche und solche Fassaden von Leben. Wie genau nach diesem Fall haben wir uns auch entschieden, ja, wir müssen mit Kelly in einem Bild zusammen zu sein, um zu zeigen, hey, wir sind gleich.
Ja, wir sind Mensch, genau wie du gesagt hast. Ich habe ganz andere Dimensionen solche Probleme erlebt, dass ich 18 Jahre lang nicht mehr meine Heimat zurückkehren, einreisen dürfte, könnte. Deshalb kenne ich denn, diese Hindernisse. Aber es ist ein Signal, ja, oder Frankfurter zu sein, oder keine Ahnung, oder Mensch zu sein einfach. Ja, wir sind together. Dankeschön. Wir sind together mit Transfigura. Danke, Transfigura. Das war letzter Abend. Nein, das war erste Begegnung mit Transfigura. Ihr werdet öfter im ITF überall mit uns oder ohne uns natürlich, muss nicht sein. Es ist keine Heiratsfeste, wie eine katholische Heirat sozusagen. Ihr könnt überall machen, was ihr möchtet, aber eine Geschichte mit uns angefangen, habe ich mir gedacht. Okay, Dankeschön, Transfiguran. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank. Wir sind bis 12. September hier. Ja, gerne, komm. Wenn jemand kein Geld hat, dann direkt zu mir anrufen und dann wir klären. Du kriegst es nach der Rechnung. Ja, okay. Ja, du kannst jederzeit kommen, wenn du möchtest. Jede Veranstaltung sagt eure Leute auch, wir sind hier. Es ist Gott sei Dank das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst bezahlt den Grundausgaben. Deshalb, ja, wir brauchen nur die Menschen. Das ist das Motto von heute Abend. Dankeschön. Aber ohne Masken. Ja? Okay, Dankeschön. Transfigura. Letzte. Jawohl. Danke.